Ich mache für Sie heute einen gratinierten Himbeer-Rhabarber mit Ingwer-Granitee. Hierfür benötigen wir Rhabarber, Vanille, Zimt, Prise Salz, wie auch schon überall immer mit reinkommt, Eier, Orangen, Zitronenabrieb, dann den Topfen. Topfen ist der österreichische Ausdruck für Quark. Er ist abgehangen, einfach um ihn trockener zu bekommen, um die Masse gut hinzubekommen. Wir schneiden jetzt den Rhabarber in gleichmäßig große Stücke. Dann vierteln wir das Ganze noch einmal, um ihn für die Garzeit vorzubereiten. In kleineren Bestandteilen gart er einfach schneller durch und benötigt nicht so viel Zeit. Den Rhabarber legen wir jetzt in eine Auflaufform. Wir benutzen hier unsere Einsätze. Jetzt kommen wir zu den Gewürzen, die wir zu dem Rhabarber dazugeben. Hierbei handelt es sich um frische Vanilleschoten. Wir benutzen hier bei uns die Madagaskar-Vanille. Beim Auskratzen der Vanilleschote ist es wichtig, nicht mit der Messerseite zu schneiden, sondern einfach mit dem Messerrücken es auszulösen. Die gesamte Vanilleschote packen wir auch noch mit dazu. Sie gibt nochmal ein sehr intensives Aroma ab. Dann geben wir dazu noch etwas Zimt und dann auch für den Rhabarber schon einfach ein paar Ingwerscheiben mit hinein. Das rundet den Geschmack beim Rhabarber ab. Hierbei auch eine Prise Salz mit dazu. Salz ist wie der Zucker in der Suppe. Es rundet den Geschmack immens ab. So, jetzt stellen wir den Rhabarber fertig. Geben hierbei die Tiefkühlhimbeeren dazu. Ich benutze gerne die Tiefkühlhimbeeren, weil die Fruchtmembran schon geschädigt ist und dadurch der Fruchtsaft der Beeren besser austritt. Hierbei kann man auch entscheiden, wie viele Himbeeren man dazugeben möchte, weil manch einer mag mehr Himbeeren, manch einer weniger. Die Himbeeren kann man auch hinterher mit bei dem Rhabarber integrieren. Anschließend geben wir den zum Flug gekochten Zucker dazu. Zum Flug gekocht bedeutet, der Zucker wird auf 142 Grad gekocht. Zu Hause hat man kein Thermometer. Einfach den Zucker mit dem Wasser zusammen kochen und gucken, bis eine langsame Blasenbildung entsteht. Dann hat der Zucker ungefähr 140 Grad. So braucht man nicht ein Thermometer und kann das Ganze nutzen. Beim Kochen des Zuckers ist es auch wichtig, den Zucker immer mal wieder zu schwenken. So, der Zucker hat jetzt die gewünschte Temperatur, ist kurz vorm Karamellisieren. Nun geben wir den Zucker über den Rhabarber. Der Zucker hat einen eigenen Willen, Wasser anzunehmen. Das bedeutet, der Zucker wird zum Flug gekocht, ihm wird das Wasser entzogen und beim Garen des Rhabarbers entzieht der Zucker dem Rhabarber das Wasser und ersetzt das Wasser des Rhabarbers mit Zucker, dadurch wird der Rhabarber süßer. Jetzt ist es wichtig, den Rhabarber beim Garen mit Alufolie abzudecken, weil sonst würde er von oben verbrennen. So, und jetzt geben wir das Ganze so vorbereitet bei 150 bis 160 Grad in den vorgeheizten Ofen und lassen den Rhabarber ca. 15 bis 25 Minuten garen. Hierbei kann man selber den Garpunkt des Rhabarbers bestimmen. So, der Rhabarber wäre dann fertig. Nun widmen wir uns der Gratengmasse. Hierfür benötigen wir den Topfen. Dann weiterhin 5 Eier im Gesamten, die wir dann trennen werden. Wir benötigen einmal das Eigelb und einmal das Eiweiß. Wichtig ist es zu beachten beim Trennen der Eier, dass kein Eigelb ins Eiweiß kommt. Weil das Eigelb hat Fettanteil, was beim Aufschlagen des Eiweißes verhindern würde, dass sich das Eiweiß aufschlägt. Zu der Masse geben wir jetzt noch den Zucker dazu. Das Ganze mit einem Mal. Da gibt es auch unterschiedliche Erklärungen. Die einen sagen, den Zucker nach und nach dazugeben, die anderen sagen, den Zucker erst nach dem Anschlagen dazugeben. Ich gebe den Zucker gleich zu Anfang in das Eiweiß und lasse die Masse langsam anschlagen. Wichtig ist es, das Eiweiß langsam aufzuschlagen, weil das Eiweiß dadurch ein feinporiges Volumen erhält und mehr Stand bekommt. Wir machen jetzt weiter mit der Gratiniermasse. Hierzu benötigen wir etwas Zitronenabrieb. Die Zitronen und Orangen ist es wichtig vorher zu waschen, damit man keine Schadstoffe mehr dabei hat.
Dasselbe machen wir mit der Orange. Ungefähr, sage ich mal, bei der Menge eine Viertel Zitrone und etwa eine halbe Orange. Dann kommt auch hier eine Prise Salz dazu. Und auch Vanille. So, die so vorbereitete Masse mit dem Eigelb und den Gewürzen rühren wir einfach glatt. Wenn die Masse glatt gerührt ist, ist die Grundmasse fertig. Dann geben wir zum Schluss nur noch das Eiweiß dazu. Kommen wir nun noch zu dem Ingwer-Granitee. Hierfür benötigen wir etwas Honig zur Süße des Granitees. Wichtig ist es, bei dem Honig nicht zu viel zu nutzen, weil er eine immense Süßkraft hat und auch, weil er den Gefrierprozess des Granitees beeinträchtigt. Dann benötigen wir einen einfachen Weißwein, auch noch etwas frische Vanille und noch den fein geriebenen Ingwer. Hier kann man nach Geschmack und Bedarf selber entscheiden, wie viel man dazugeben möchte. Den Ingwer einfach mit einer feinen Reibe in den Sud reiben. So, dann haben wir die Basis für das Granité fertig. Das Ganze müssen wir jetzt noch einmal aufkochen. Das ist wichtig, um den Alkohol aus dem Wein zu bekommen, da der Alkohol ebenfalls den Gefrierprozess des Granités behindert. Ich habe das Ganze jetzt in eine Schüssel eingefüllt. Das Ganze kommt in den Froster und muss jetzt 24 Stunden frieren. So, der Eischnee ist dann bereit zur Weiterverarbeitung. Er hat einen schönen Stand. Dann geben wir jetzt noch die vorbereitete Quarkmasse dazu und arbeiten das Ganze in kurzen Zügen unter die Eiweißmasse. So, somit ist die Gratin-Masse fertig. So, kommen wir nun zum Anrichten. Wir nehmen einen Teller, dann nehmen wir etwas Löffel Biskuit, bröseln das Ganze in den Teller hinein und dann legen wir einfach den gegarten Himbeer-Rhabarber auf den Löffel Biskuit. Dabei kann auch etwas von dem Saft mit reinlaufen. Das gibt dann im Löffelbiskuit noch mal etwas Geschmack. Und dann geben wir auch noch ein paar Himbeeren aus dem Gasud mit auf den Rhabarber. Die geben noch mal etwas mehr Säure in das ganze Gericht. Wenn wir den Teller so vorbereitet haben, nehmen wir einfach etwas von der Gratin-Masse, geben sie auf dem Rhabarber und gratinieren das Ganze mit einem Bunsenbrenner. Man sagt dazu auch Lötlampe, zu Hause kann man aber auch den Ofen nutzen. Dabei den Ofen auf Oberhitze einschalten und einfach auf 250 Grad einstellen und das Ganze gratinieren. Wichtig dabei ist es, in die Masse dann einfach etwas Mehl noch dazu zu geben oder etwas Stärke, um die Stabilität zu garantieren, dass das Ganze nicht verläuft. Jetzt gratinieren wir das Ganze vorsichtig, mit einem guten Abstand, da sonst die Masse sehr schnell verbrennt. Jetzt geben wir noch etwas von dem Gasud des Rhabarbers mit auf den Teller. So, das Granité war jetzt 24 Stunden im Froster, ist jetzt schön festgefroren. Jetzt nehmen wir ganz einfach eine Gabel, gehen damit in das Granité rein, haben dann eine schönes Granité und verteilen das auch noch etwas in dem Süppchen. Und fertig ist unser gratinierter Himbeer-Rhabarber mit Ingwer-Granité. Guten Appetit! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de